Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir haben mal so eine besondere Folge, wo ich mal nicht da hinten im Haus anfange, sondern hier. Genau, weil wir hier auch gleich weitermachen wollen. So, das heißt, ich nehme jetzt meine Dolly und ich nehme die Kiste und wir gehen nach oben. Denn wir wollen heute hier drin weiter rumwerkeln. Heißt, ich muss mir auf jeden Fall erstmal wundern, warum das hier nichts left, aber das war's jetzt. Will ich eigentlich mit einem Viererkabel? Was hab ich? Da hat der kleine Jack nicht aufgepasst. Auch dein Achterkabel. Bitte schön. Dankeschön. Hoffe, dass ich. Na, natürlich gehe ich hier auch mit einem Viererkabel hoch. Ja, Drake. Was hast du denn da gemacht? 1x1 ist Donnerstag, oder was? Weißt. Aber ich muss auch weg. Kabel, 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 Kabel. Kabel, 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 Kabel. Das Schöne ist, ich habe genau so viel Kabel dabei, dass ich es sogar so aufbauen kann, dass es passt. Weil höher werden die Türme nicht. Also da tue ich lieber. So, aber ich kann die Batterie schon mal hier laden. Ich habe hier oben Ladestationen für Batterien. Juhu! So, also das heißt jetzt, wir haben jetzt hier einen Maserator. Ich gehe mir mal Erz holen. Zinn geht mir sowieso gerade aus. Dann nehme ich mir mal Kasseterit-Sand mit. Das wird sowieso witzig. Du bist Kasseterit-Sand? Jawohl. Mein Stack. Danke. Dann heißt das jetzt nämlich, ich kriege meinen Kasseterit-Sand rein. Und dann kommt, genau, eine Kiste bitte. Diese Kiste kommt hinten hin. Und diese Kiste sagt jetzt Item Output nach hinten. Ich mache das mal, als wäre es passiert. So. Das heißt jetzt für mich, ich mache jetzt aber nochmal, mach mal 7 weitere. Weil es könnte ja ein Zwischenprodukt rauskommen, was ich gerade hoffe. Mach mal gleich weitere 8. Merk schon, ich hätte 1000 Stacks mitnehmen sollen. Jetzt kommt natürlich davor für Effekt, dass es nicht geht. So, wir brauchen auf jeden Fall dann auch Wasser. Die kleinen hier. Weil sonst laufen sie ja natürlich nicht. So, jetzt ist mein Problem. Wenn ich sie natürlich so aufstelle, wie ich sie gerade hier aufgestellt habe, macht es absolut überhaupt keinen Sinn. Die Dinger muss so aufgestellt sein, dass der Kopf immer in die jeweilige Richtung zeigt, ne? Also so, so, so.
Jetzt muss ich mal gucken, ob eigentlich beim Kassetterit-Sand. Ach so, jetzt geht's mal wieder nicht. Genau, da kommt eigentlich Tindust, beziehungsweise sogar in der nächsten Version, in der IV-Version, EV-Version, weil es da dann ein Pulverizer wird. Ja, doch, ein Pulverizer. Kommt dann auch noch das jeweilige Dust noch mit raus zu 50%. Also wir haben Tin Dust. Heißt, wir lassen das auf jeden Fall noch mal laufen. Moi machen. So, ich könnte es natürlich jetzt auch so machen. Dadurch, dass ich ja von hinten komme, könnte ich die Items sozusagen seitlich ein- und rauslassen. Und von unten mit Wasser befüllen lassen. So, und das machen wir auch. Da bin ich jetzt gerade beim Überlegen, macht es vielleicht sogar Sinn, ein Reservoir hierher zu bauen oder macht es Sinn, hier Wasser herzulegen? Momentan ist es halt sehr viel Stahl, was wir verwenden müssten, um sozusagen das da, was da vorne ist, hier hinterzulegen. Heißt, es wäre Distilled Water. Kann er mal schnell schauen, wie viele Pipes das ich habe, wie viele große. Dann das Weinen anfangen, dass mir sie nicht reichen. Habe 35 Stück. So, momentan komme ich hier an. So, ich darf jetzt die nicht miteinander verbinden. Hat einen kleinen Grund, werdet ihr gleich sehen. Dann lasse ich die gleich da. Und es darf reinfließen, aber nicht mehr zurück. So, da hätte ich es vielleicht noch abtrennen sollen. Nee, ich müsste es. Das ist, muss ich dich abtrennen und dich daher drüber laufen lassen. Du leer bist. Da ist halt so ein Verbauen, ne? Doof. So, es ist nachts, es hat gerade gewittert. Ich weiß jetzt nicht, ob da einer mit dem Creeper rumspielt. Oder ob das einfach mal nur Sturm ist. Wir nicht testen. Das heißt, du bist leer, weg. Dann heißt es jetzt dahin.
Heißt, da schwappt jetzt auch nichts mehr zurück. Dann kann ich jetzt den hier abtrennen. Den hier wieder antrennen. Den erstmal blockieren. So, auch hier nichts mehr bitte zurückschwappen. Danke. Der ist momentan komplett voll. Der ist leer. Habe ich ihn. Nö, der ist richtig. Oh Mann, ich stelle mich gerade wieder. Er darf da nicht hin, er darf da nicht hin. Darf da nicht hin. Heißt, er darf nicht zurück. Rein, raus. Okay, dann heißt es jetzt, er darf da nicht hin. Werde jetzt gleich, wenn das jetzt nicht verschwindet, die Pipes opfern, also die 9600 Millibuckets. Du schon komplett voll? Das war jetzt ganz intelligent. So kann man auch seinen Range kommen. Machen. So, das sehen wir jetzt dann gleich, wenn ich jetzt den da anschließe. Aber er hat 9600 drin. Er hat 9600 drin. Jetzt muss er erstmal nachschwappen. Lustige ist nur, da ist es leer. Da glaube ich gleich irre. Leer, leer,
Leer. Leer. Weg. Irre im Kopf. So. So, mehr habe ich leider nicht. Das heißt, ich brauche jetzt aus meinem Meterstab. Kann ich mal gleich was in Auftrag geben. Ich muss noch einen dazu zählen. Das sind 41, also 42. Nein, ich mache weniger. Sagen wir mal 33, 32, weil ich muss ja mein Tank, ich muss ja da irgendwo dahin. Muss ja hier rein. Also das heißt, ich komme hier entlang. Das heißt, mein Wasser kommt hier. Mein Wasser kommt hier rein. Dann heißt es, ich brauche auf jeden Fall einen Supertank. Und du bist ein Huge, ne? 32, ich sag mal 45. Lass mal die mal produzieren. Dann hoffen wir mal, dass wir da weiterkommen. Wir mal. Ja, wir haben mittlerweile auch einen Dust bekommen. Das ist hervorragend. Dann hätte ich gesagt, für die zwei machen wir das dahin. Und für die zwei machen wir es dahin. Heißt jetzt, ich habe meine Ender-IO Pipes in der Kiste. Also, beinahe wäre ich runtergefallen. Du kommst dahin. Gehst auch so rüber. Kommst hier runter. So, dann habe ich es ja auf jeden Fall schon mal richtig, weil erst soll er mir alles jetzt dann was. Habe in and out. Extracten ist aber braun. Und das ist wichtig. Inserten ist grün. So, extracten ist. Heißt, er müsste mir jetzt genau die Ground Cassiterite Sands hier in meinen Ohrwascher reinprügeln. Gut, dann gehen wir mal nach vorne in die Werkstatt. Ich glaube, ich habe einen Super Tank definitiv hier rumfliegen. Das ist der hier. Ich brauche momentan mein Metermaß nicht. Ich brauche aber. Ich muss 100 Liter
pro 15 Sekunden reinpacken. Oh, es wird rot. Schön. Jawohl, er ist schon dabei. So, das sind Small, ne, was ich da habe. Ich darf halt nicht vergessen, ich muss 100 Stück, das heißt, ich brauche 1600 Liter. Ja, das ist genau der richtige. Ich brauche ein Small. Die fermentierte Biozelle, das ist da natürlich totaler Humbug. Packe ich hier rein. Merkt er bestimmt fast nicht. Hab die da. So, jetzt brauche ich 1800. Jetzt muss ich mir mal schnell die Pumpe anschauen. Die macht 2560 Liter. Hätte ich gesagt, dann baue ich eine MV-Pumpe. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch eine. Auch Ingot normal. Brauche auf jeden Fall noch Motoren. Von Motoren brauche ich Aluminium Rod. Ich brauche Cupronickel Wire. Habe ich zu wenig. Ich glaube, ich habe aber schon Cupronickel wieder gesehen. Perfekt. Baue ich gleich mal durch die Wire Mill. Oh, 8 Stück. Sollte. Auf jeden Fall gerade sehr schön rot. Einen Motor. Eine Pumpe. Ab in die Erzverarbeitung. Hoffentlich alle Türen zu, dann kann ich hier trotzdem weiterarbeiten. Ja, Zombies müssen leider heute draußen bleiben. Die haben heute keine Sprechstunde. Ah, nein. Danke fürs Gespräch. Daher. Daher. Das Schöne ist, falls die doch zu wenig sind, kann ich sie austauschen. Oh ja, das ist, muss jetzt natürlich sein. So, das heißt, heißt, ich muss jetzt dann hier, ich brauche jetzt dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich hoffe, dass er mir jetzt nicht alles klaut. Ja, wenn ich zu ihm so komische Sachen sage.
gesagt, die braucht 12. Ja, mein Problem ist, ich brauche auf jeden Fall nochmal. Ja, machen wir jetzt mal schnell 3. Dann schlafen darf ich nicht. Ja, eindeutig für einen Blattmondschlafsack. Macht es sogar im Vorbeilaufen platt. Bist zu groß. Trotzdem noch mal raus. Würde jetzt für mich heißen, ich müsste hier auf jeden Fall nach oben gehen. Laufventil. Laufventil. Ah, kam mal wieder 3 Jahre später, aber ist gut. Auch. Was, ob der dann rumschwappt? Der geht dann auch nach oben. Der muss irgendwie innen drin langlaufen. Weil ich ja da nicht hinkomme. Ja, außer, ja, ich did. Ist egal. Redstone. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal schnell in die Werkstatt. Ich brauche mal Stainless Steel Zellen. Wie gesagt, momentan ist es halt Transport über die Zellen, bis das alles soweit läuft. Das Ding muss ja auch noch eingefärbt werden und. Aber halt. Hat mir 31 gemacht. Vielleicht reichen sie. Auch zwar nicht, aber. Man kann es ja mal probieren.
Und jetzt ist mein Problem. Haha. Das ist jetzt mein Problem. Muss nochmal schnell in die Lager. Eine. Das darf ich jetzt natürlich nicht vergurken. Draußen auf. Ich muss da lang. Müssen. Ja, nein, 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 nein. Kleine Drake hat alles richtig gemacht. Können die da auch rein? Und der kleine Jack hat alles falsch gemacht. Weil da kommt nichts raus. Muss wenigstens bis zu dem ersten alles machen. Mann, ey. Sneak die ganze Zeit, wie der dann mir beim Sneaken mir das Kabel, die Pipe rausmachen kann. Weiß ich nicht. Er kann's. Dann hoffen wir jetzt mal, das kann auch nicht gehen, weil ich hier noch einen Fehler im System habe. Und ich habe es natürlich genau falsch rum gemacht. Sozusagen wieder rückgängig gemacht. Ich bin doch ganz klar. Da kommt was an, da kommt nichts an. Muss ich irgendwann von falsch auf richtig geswitcht sein? Perfekt, aber es kommt an. Da kann ich nicht draufklicken, ich kann nur da draufklicken. Okay, also. Dann heißt es jetzt, ich habe jetzt meine Pipes. Die Pipe nehmen. Brauche auf jeden Fall dann noch mehr. So, das fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19.
Ich hoffe, er hat es gelesen. Und das heißt jetzt aber für mich, jetzt hier rein. Auch auf jeden Fall eine Zwischenkiste. Komm, ich gehe ja hier rein und ich gehe ja hier rein. Weiß es noch nicht, habe ich genügend Ender-IO-Pipes? Ja, die andere kommt halt so. Ja, noch welche machen. So, das heißt jetzt, ich komme jetzt dann hier hin. Was ich jetzt halt machen könnte, ist, ich könnte jetzt dann hier eine Kiste hinmachen. Könnte jetzt dann hier eine Kiste hinmachen. Von der Kiste aus könnte ich sagen, okay, du gehst dann da rein. Gehst wieder in die Kiste nach hinten. Würde jetzt heißen, ups. Bin ja gerade froh, ne, dass ich von Ender.io die ganzen Pipes weggepackt habe, weil ich sie gleich wieder brauche. So, dann müsste ich jetzt, bräuchte ich jetzt zwei. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal in die Werkstatt. Dann brauche ich jetzt davon 20. Brauche ich davon ebenfalls 20. Kann ich gleich verarbeiten. Da rein. Dann brauche ich noch aus der Kiste 20 davon. Haben wir schon mal die ersten 10 gelaufen. Wie gesagt, jetzt ist halt momentan das Problem, dass ich noch nicht genau weiß, wie ich das sozusagen manage, dass das halt alles in die richtigen Bahnen kommt. Denn 5 Stück haben wir, das müsste jetzt erstmal reichen, dass wir das so weit aufbauen können, dass es bis hierhin kommt. Dann heißt es jetzt, dann habe ich jetzt dann hier meine Kiste. Diese Kiste. Bring dann das ganze Graffel da rein. Das heißt jetzt das. Genau. Das heißt, jetzt habe ich dann hier meinen Eingang. Und Insert ist braun. Dann kann ich auch ihm sagen, dass er rausschmeißen darf.
So, wir haben jetzt Tindast. So, jetzt ist nur die Frage, warum hat er mir jetzt das auch gegeben? Ah, das wird er mir gegeben haben am Anfang, wo ich noch zu ihm gesagt habe, das ist grün. Da hat er den bestimmt dann abgegeben. Aber für mich ist das ja eigentlich nur ein Insert. Er gibt ja nichts mehr in diese Reihe raus. Das heißt, jetzt gehe ich hin und sage zu ihm, du gehst mir jetzt dahin. Ich nehme jetzt dann hier bitte aber die dritte Farbe. Das ist jetzt braun. Blau. Echt? Blau. Und sage jetzt zu ihm, blau tust du oben rein und unten raus. Und das darfst du machen. Alles, was er jetzt sozusagen verarbeiten kann, packt er jetzt sozusagen vorne rein und schmeißt hinten raus. Heißt, ich hole mir mal schnell eine Kiste, weil hier reicht mir eine kleine Kiste. Und ich dahin. Okay. So, dann heißt es jetzt nämlich, ich habe auf jeden Fall schon mal das soweit. Dass ich sagen kann, okay, wir haben jetzt Maserator. Da kommt das Erz rein. Wie gesagt, es kommt noch eine Kiste in den Nachbarraum, also hier drüben, wo das dann auch automatisch hier reinkommt. Das ist aber irgendwann mal. Ich bin schon mal froh, wenn ich jetzt das hier soweit für Kassel mal duddelt habe, dass da nichts passiert. So, das heißt jetzt, wenn ich jetzt hier das Tintdust mir reinschmeiße, müsste es eigentlich hier drin bleiben. So. Dann brauche ich auf jeden Fall einen Drawer, wo mir das Stone Dust reinzieht. Das heißt, ich brauche eine Werkstatt, ich brauche einen ganz normalen Drawer. Und wir gehen wieder in die Erzverarbeitung. Dann heißt es für mich, kommst über die Tür. Da ist natürlich kein Drawerschlüssel dabei. Wäre ja auch ein Wunder. Aber ist egal. So, und dann heißt es jetzt, da kommen jetzt dann die Kabel hin. Und da kommt jetzt die nächste Farbe, das ist jetzt Purple. Und Purple ist nur Insert. Aus. Das heißt, er dürfte mir jetzt dann hier nur die Stones rausziehen. Okay. So weit, so fertig. Und wie es dann weitergeht, dass wir die Tiny Pulse und die Zentrifuge noch anschließen. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir haben auf jeden Fall schon mal hier eine gute Sache, dass das schon mal hier läuft. Jetzt sind vier Tintast rausgekommen, ne? Vorhin einer wollte mich wieder ärgern. Aber ihr seht, wir haben schon mal eine komplette Verarbeitung von Maserator zu Ohrwascher zu bei der Maseration. Die werden auch noch gleich die Stone Dusts sozusagen aufgeräumt. Entweder kommt da gleich der große Stone Dust hin
oder das Don't, das kommt wo ganz anders hin. Das werden wir noch sehen. Ich lasse jetzt erstmal, aber da, weil wir noch nicht so viele Pipes haben. Die Wand. Man wird sehen. Genau. So, wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.